Herzlich willkommen zu Heavenly Sword Gameplay Part Nummer 3. Und dann starten wir gleich mal für das Kapitel Das himmlische Schwert. Jetzt eignet sie es sich an. Und wir kämpfen das erste Mal damit. So ein schweres Schwert für so ein zartes Geschöpf. Komm, Kind, gib mir deine Würde. Niemals! Lauf weg, Noriko! Bring das Schwert in Sicherheit! Die Kette darf nicht zerstört werden! Vielleicht war ich gerade nicht deutlich. Ich habe etwas von euch und ihr habt etwas von mir. Bohan! Immer willst du etwas haben, was du nicht verstehst. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt, seit wir zusammen studiert haben. Nein! Sei still. Immerhin habe ich gelernt, dass man alles bekommt, wenn man lange genug wartet. Oder es sich einfach nimmt. Ganz einfach. Lauf los! Nein, das wäre falsch. Das wäre überhaupt keine gute Idee. Genau, zeig ihm mal, wer der Boss ist. In jedem Leben gibt es einen Moment. In dem man die Dinge klar sieht. Um das Leben meines Vaters zu retten, muss ich alles angreifen, wofür er lebt. Ich halte den Tod in meinen Händen. Aber hatte ich je eine Wahl? Was hast du getan, Noriko? Was hast du getan? Genug! Bringt mir dieses Schwert! Egal, ob sie zufällig noch dranhängt oder nicht. Sehr aufmerksam. Ich versuche dranhängen zu bleiben an dem Schwert. So, jetzt kommen natürlich verschiedene Wellen von Angreifern. Und jetzt besteht jetzt, oder jetzt muss ich wieder den Trick aufbringen, diese hier nicht so schnell zu töten. Gerade eben der, den ich eigentlich nicht unbedingt auf dem Boden festnageln wollte, das war wirklich keine Absicht. Ein bisschen kratzen wollte ich. Den Rücken am besten. Aber die halten einfach auch nicht besonders viel aus. Ich weiß, hier in diesem Gelände gibt es noch ein Gesundheitstöpfchen, das ich nehmen kann, um vielleicht eine gewisse kleine Menge an Kombos mir ranzuschummeln. Aber das ist halt wirklich nur eine gewisse kleine Menge. Das könnte den letzten Rest bedeuten. Hier ist mal so ein Superstil, denn durch das himmlische Schwert kann ich jetzt schon einen einzigen Punkt auffüllen und somit ja kleinere Superstile ausführen, obwohl das auch schon ziemlich cool aus jetzt. Und durch Kombinationsschläge kann ich das Schwert jetzt wieder aufladen und es gibt dann auch so einen unüberhörbaren Ton von sich. Und wie man sieht, jetzt wird es in der Mitte von meiner Lebensleiste wird es jetzt etwas gelblich und es wird jetzt immer mehr, bis dann dieser leere kleine Punkt dort anfängt zu leuchten. Dann weiß ich, ich kann wieder einen Superstil mit voller Absicht einsetzen. Vorzugsweise, wie schon mal erwähnt, lieber gegen welche, die entweder stark blocken oder später kommen noch schlimmere mit diesen Äxten, übelst fiese Kerle. Da mache ich das nur zu gerne, um die schneller loszuwerden. Ich habe hier drei verschiedene Varianten zu kämpfen. Einmal mit den Doppelklingen. Die richten kleineren Schaden an, aber dafür schnelle Angriffe.
Dann habe ich das Schwert selbst. Dadurch wird Nariko ziemlich langsam, kann aber, wie man jetzt gerade eben so schön gesehen hat, die Deckung besser durchbrechen. Und dann gibt es noch eine Reichweite. Das sind zwei Klingen an Ketten. Die können ziemlich effektiv eingesetzt werden, um sich Gegner vom Hals zu halten oder um auch als eine Art Schutzschild verwendet zu werden, wenn man zum Beispiel von Bogenschützen attackiert wird, damit man die Pfeile nicht abkriegt. Die sind einfach nur nervig. Wenn ich im rechten Zeitpunkt, während ich schon getroffen bin und noch am Stürzen bin, schüttel, kann sie sich besser erholen und fällt wieder auf die Füße und kann natürlich demnach auch schneller angreifen. Wie stark ist die denn? Das ist hier gar nicht so einfach, hier auch die Stilleiste wirklich voll zu bekommen. Weil gerade diese Leute hier mit diesen Hüten auf dem Kopf, die sind einfach zu sehr mit Blocken beschäftigt, und solange ich keinen richtigen Treffer landen kann, wo ich sie auch mit verletze, und sei es nur ein kleines minimales Stückchen, unterbricht irgendwann ja auch jede Leiste mal. Na, jetzt haben die mich getroffen, jetzt fängt sie ja von vorne an. Durch meine Erholung habe ich zwar wieder ein paar Punkte gut gemacht, aber jetzt darf die ganze Zählerei wieder von vorne losgehen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob jetzt nochmal eine Welle kommt. Ich hoffe es sehr. Noch brauche ich ein paar Prügelknaben. Reicht mir aber hier. Die treffen mich einfach viel zu oft. Das ärgert mich gerade zu tief. Muss man auch übel zusammenhalten, nicht gleich so einen kleinen cholerischen Anfall zu bekommen. Schnelles Gesundheitsschöpfchen holen. Gleich in doppelter Hinsicht ein paar Kombis und mein Leben ist wieder da. Ach, hier ist hier nur einer verirrt. Gott sei Dank, ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob noch was kommt. Jetzt muss ich es reißen, ob ich will oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Welle. Wenn ich jetzt den letzten Abschnitt nicht vollkriege, dann habe ich wirklich echt das schlechte Nachsehen hier. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Schon. Brauch noch ein bisschen. Aber das Blut auf dem Boden ist unseres. Oh, da kommt ja tatsächlich noch eine Welle. Da müsste ich es ja jetzt schaffen können. Mich zu hauen. Haltet still, steckt ein und gut ist. Jetzt musst du das glauben. Ich darf nicht gehen. Steht auf und töte sie, ihr Feiglinge. Mir doch schon den letzten Rest von dieser verdammten Leiste. Gott sei Dank. Geschafft, geschafft. Was ist das? Das ist dafür, dass ihr mich so geärgert habt. Könnt ihr es wagen, es mir so schwer zu machen? Hallo! Ist da noch jemand? Aufstehen! Dann genießen wir jetzt mal die Videosequenz.
Oh, ist das nicht entzückend? Das gefällt mir sehr. Oh, bitte, gib es mir. Sonst werde ich den Alten foltern, bis er stirbt. Und ich kann sehr kreativ sein. Er darf dieses Schwert nicht kriegen! Tötet sie! Das Schwert ist mächtig. Ich kann es fühlen. Ich brauche diese Macht. Wenn sich das Geschriebene bewahrheitet, wird es mir Lebenskraft entziehen und mich töten. Mit ihm in der Hand werde ich zum Geist aus Fleisch und Blut. Was aber war ich denn zuvor? Eigentlich auch ein Geist aus Fleisch und Blut. Ist die Definition von Menschsein. Noch 3 Tage. Ich bin ein Außenseiter. Ich bin ein Scheusal. Was hast du mit mir gemacht? Was ist nur aus mir geworden? Durch dich wurde ich zum Mörder. Das war schon mal schön deine eigene Entscheidung, mein Mädchen. So, das war's jetzt auch schon mal hier für... Jetzt haben wir das erste Schwert einmal vollständig durchgespielt. Bis zum nächsten Part. Ich verabschiede mich und bleibt mir treu.